Dann kommen wir zu einem weiteren Klassiker, eins der Spiele, die jeder kennen sollte, selbst wenn er den Verlag Amigo nicht kennt. Fällt mir immer wieder auf, wenn wir Bekannte treffen, die sich in der Spieleszene nicht so auskennen. Gewisse Titel kennen sie, die wissen nicht, dass es Verlage und Autoren gibt. Sechs nimmt, gibt es auch Wolfgang schon Kramer, genau. Ewig. Ja. Mit eins leider bestverkauftesten von Wolfgang Kramer, glaube ich. Das ist richtig. Und es läuft am längsten. Wir hatten mal ein Interview mit dem Wolfgang Kramer, da hat er gemeint, er findet das schade aus der heutigen Zeit, dass wenn er ein Spiel entwickelt, es nach 2-3 Jahren oder früher vom Markt ist. Ich glaube, Sex Nimmt war noch nie vom Markt. Ich glaube, das war Sex schon immer. Nimmt kam 1994 bei Amigo und ist seither im 26. Jahr auf dem Markt. Und es gab auch nie einen Grund, dieses Spiel nicht weiterlaufen zu lassen. Das selbst schon gesagt, das ist eines der erfolgreichsten Spiele von Wolfgang. Und das vollkommen zu Recht. Und wir haben, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr wann, das muss ich jetzt kurz linsen, 2009, also relativ spät, ein Sext Nimmt Junior gemacht, eine Junior-Variante zum großen Spiel, das auf dem gleichen Prinzip aufbaut. Ich habe Reihen an die Karten gelegt werden und wenn eine bestimmte Konstellation da ist, dann müssen diese Karten genommen werden, beziehungsweise in dieser Version dann dürfen die Karten genommen werden. Ich kann es dir mal ganz kurz erklären. Ja. Wir haben, wie bei Sex Nimmt auch, 4 Reihen. Bei Sex Nimmt ist es so, dass Zahlenkarten gelegt werden nach einem bestimmten, nach bestimmten Regeln. Aufsteigende Reihenfolge, niedrigste Differenz und so weiter und so fort. Das würde jetzt beim Junior ein bisschen schwieriger werden. Und dort ist es so, dass immer dann, wenn die 6. Karte in eine Reihe gelegt wird, deswegen der Name 6 Nimmt, müssen diese Karten von dem Spieler, der die Karte reingelegt hat, oder reinlegen musste, müssen diese Karten genommen werden und diese Karten sind Minuspunkte am Ende eines Durchganges. Da sind dann Hornochsen drauf. Genau. Und jeder Hornochs ist ein Minuspunkt. Bei Kindern ist es so, dass mit Minuspunkten nicht gern gearbeitet wird. Kinder wollen Belohnungen haben. Kinder wollen etwas bekommen für das, was sie tun im Laufe des Spiels. Deswegen ist Sex Nimmt Junior im Prinzip umgedreht. Mhm. Hier ist es so, dass derjenige, der eine Reihe voll macht, plus voll bedeutet, zeige ich gleich, dass der die Karten dieser Reihe als Pluspunkte bekommt. So, das Ganze sieht so aus, dass wir hier Karten haben mit verschiedenen Kühen drauf. So, sieht ein bisschen nach Olivers Freudenreich, was da aus? Nee, das ist, jetzt mal ganz kurz schauen, dass ich jetzt nichts Falsches sage, das ist nicht bei uns intern passiert. Ach, da schon, ja. Das ist fast noch peinlicher, dass ich das nicht sofort wusste. Die Barbara Spelger hat das bei uns intern gemacht. Die hat verschiedene Kühe aus verschiedenen Kulturkreisen gemacht. Es sind 6 verschiedene insgesamt. Also auch hier sind die 6 aus dem Titel 6 Nimmt weiterhin vorhanden. Mhm. Und hier ist es so, dass im Laufe des Spiels diese Karten hier an die einzelnen Reihen angelegt werden. Und in dem Moment, in dem die 6. Kuh in einer Reihe liegt, also alle Kühe, die im Spiel sind, in einer Reihe sind, dann bekommt der entsprechende Spieler, der die letzte Karte legt, alle diese Karten als Punkte. Mhm. Von der Story her ist es so, du siehst ja eine Kamera, wir sind fleißig auf dieser Welt unterwegs und fotografieren unterschiedlichste Kühe. Und wer es eben geschafft hat, sein Album voll zu machen und an alle verschiedenen Kühe erwischt hat, der bekommt dann entsprechend die Karten der Reihe. Jetzt müssen die Farben ja noch was bedeuten. Es gibt neben den 6 verschiedenen Kühen, 6 verschiedene, jede Kuh hat ihre eigene Hintergrundfarbe, das ist schon alles. Gibt es auch Karten, auf denen 2 oder 3 verschiedene Kühe drauf sind. Das heißt, wenn die hier drin liegt, fehlt, ich mache das mal hier ganz kurz so, würde nur noch diese eine hier fehlen, dann wären 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Farben alle vorhanden. Diese Karten würden dann an den Spieler gehen als Plus. Okay. Darf ich dann 2 Gelbe in eine Reihe legen? Es ist so, dass wenn du eine Karte legst, dann musst du sie irgendwo hinlegen, wo diese Kuh noch nicht vertreten ist. Also so funktioniert, okay. Mhm. Also da gibt die Einschränkung ist dann kleine, Farbe. Kleine Einschränkungen gibt es, sodass man nicht einfach wild alles immer in eine Reihe legen kann. Gibt es kleine Einschränkungen. Okay. Es gibt noch diverse Varianten für etwas ältere Kinder, wo es dann schon ein bisschen mehr in Richtung 6 Nimmt geht, wo ich dann eben nicht die Karten bekommen will, wo ich dann doch eher will, dass die anderen sie bekommen. Und auf diese Art und Weise. Es gibt eine Variante, wo du Karten zur Auswahl hast, wo du dann welche davon spielen kannst. Das Kind kann also mitwachsen ab 5. Das Kind kann ein klein wenig mitwachsen und wenn es dann das entsprechende Alter für das große 6 nimmt, dann wird es direkt rübergenommen, bekommt die Zahlenkarten in die Hand gedrückt und spielt dann das große Spiel.
Genau, mit den Karten oder sogar das Brettspiel von letztem Jahr, was auch super ist. Das Brettspiel, genau. Das war Sexton & Junior.